Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cross Super Mario Maker, ja, meine Damen und Herren. Heute mit deutlich mehr Wortwitz als gestern, meine Damen und Herren. ein Traum. Also jedenfalls, ich bin mal gespannt, was das jetzt hier so gibt. Weil ich mag, also ehrlich gesagt, diese Physik mit den Sägen mag ich ganz gerne, weil man kann gar nicht drauf springen. Ich dachte, dann finde ich die Mechanik mit den Sägen ziemlich beschissen, aber das macht gar nichts. Weil ich, also eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass ich auf den Sägen rumhüpfen kann, hier so mit Spinjumps und so, aber da habe ich mich scheinbar getäuscht. Aber ich glaube, da habe ich mich sogar schon mal getäuscht. Das heißt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich diesen Fehler mache. Hurra, meine Damen und Herren. Aber mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Diesmal mit Power-Up, weil ich werde natürlich dann jetzt mein Power-Up nicht wieder so früh verlieren wie vorhin, weil warum würde ich mein Power-Up zweimal hintereinander früh verlieren? Oder früh sterben? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, meine Damen und Herren. Wobei, es gibt ja Leute, die bevorzugen, früh zu sterben, weil live fast, die young und so ein Scheiß. Also, jetzt müssen wir mal hier gucken. Also, ich hatte eigentlich, wie gesagt, gehofft, dass das jetzt hier, dass ich hier ganz viel mit Spin-Jumps machen kann, weil ich mag Spin-Jumps eigentlich ziemlich gerne, aber bleibt mir wohl scheinbar vergönnt, aber das macht gar nichts, weil dann müssen wir halt ohne Spinjump scheitern. Also für mich ist das eigentlich kein Unterschied, weißt du? Weil ob ich jetzt mit Spinjump, ohne Spinjump, aber ich kann links wie rechts, oben wie unten, mit Spinjump wie ohne, ich kann also kaputt gehen und sterben, kann ich immer. Das Level hat eine Abschlussrate von irgendwie 11% oder so und ich schaffe nicht mal mehr die ersten drei Sprünge, meine Damen und Herren. Wobei, wer weiß, vielleicht hat dieses Level ja nur 5. Übrigens auch mal wieder hier, kann man gut erkennen, dass die ersten Sprünge mit diesen Sägen, die Sägen werden vorgestellt und, du Scheiße, auf erstmal relativ großen Plattformen und so weiter. Deswegen dachte ich mir, wir zeigen das mal, meine Damen und Herren. Weil Leveldesign eine feine Sache ist, meine. Ich vermute mal, dass dieses Level irgendwann mal irgendwas noch mit Bomben zu tun hat, die ja jetzt da gerade eben wunderschön. Warum würde man einen und denselben Fehler. Aber die Frage. Okay, jetzt Konzentration. Das war jetzt lustig und jetzt machen wir ernst. Sonst stehe ich hier in 2 Stunden immer noch und mache immer noch dasselbe Level mit einer Abschlussrate von 11%. Was. Ich meine, mit Sicherheit toll ist und so für den Levelmaker, wenn ich scheitere wie. Keine Ahnung, der scheiternste Scheiterer der scheiternden Scheiter schafft, aber, also, für mich hält sich dann die Lustigkeit im Grunde genommen im Ganzen, aber das macht keinen. Warum? Hör doch mal auf damit, wir müssen jetzt hier, deswegen, jetzt hatte ich mal mein Power-Up da, konnte dann schön, ganz selbstbewusst und so, weißt du, konnte ich dann jetzt auf den nächsten Block springen, dachte ich, und dann springen wir halt unter der Decke und scheitern so. Ist toll, hat sich gelohnt, also, ich bin sehr glücklich bisher mit der Art und Weise, wie ich hier heute performe, könnte man sagen. Warum? Der Sprung ist irgendwie komisch. Der Spiel ist schuld. Vielleicht ist das mal wieder so ein Level, das so ein Mindestmaß. Ja, toll. So ein Mindestmaß. Jetzt habe ich den Sprung auf einmal hingekriegt. An Geduld jedenfalls voraussetzt. Das wäre für mich äußerst schade. Aber das macht eigentlich nicht allzu viel, weil dann müssen wir uns heute. Wir müssen uns jetzt heute an die Gegebenheiten anpassen. Gott sei Dank habe ich das Power-Up zwar verloren, aber das hat ja dann zum Glück nicht allzu lange gehalten. So, ich vermute mal, ja, das ist sehr schön. Das ist mal so, werden dann. Das Level gefällt mir, weil der lehrt. Der bringt uns bei, wie die Mechaniken dieses Levels. Du Kacke. Wie die Mechaniken dieses Levels funktionieren. Ich bin höchst überrascht davon, dass ich hier jetzt drin gelandet bin, wie die Mechaniken des Levels funktionieren. Und, dann müssen wir diese Mechaniken quasi ausführen. Also beziehungsweise eine Möglichkeit zu unseren Gunsten nutzen. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich das könnte. Okay, bis jetzt geht's. Also nachdem. Ein Checkpoint, Gott sei Dank. Nachdem ich die ersten komischen Sprünge da. Ich habe keine Ahnung, warum ich mit diesen Sprüngen solche Schwierigkeiten hatte. Also bis jetzt, also ab hier geht's, aber na, egal, manchmal. Man muss ja nicht immer alles verstehen. So, von wegen, wir sind dann wieder bei Thomas Gottschalk gelandet, aber Gott sei Dank. Wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal irgendwelche. Also, wenn ich damals so als, ich sag jetzt mal 10-Jähriger, wenn mir damals jemand gesagt hätte, pass mal auf, du machst mal irgendwann komische Videos im Internet irgendwie und erzählst den Leuten da irgendwie, während du Videospiele spielst, wie schlecht du doch bist in Videospielen und erzählst dabei dann nebenbei von Thomas Gottschalk. Also, ich hätte dir, also, wenn du mir das gesagt hättest als Jugendlicher, ich hätte dir einen Vogel gezeigt, aber das macht gar nichts, weil, vor allem als Jugendlicher, als 10-jähriger Jugendlicher. Also, ab wann geht man als Jugendlich? 13, 12, irgendwie sowas, bestimmt. Oder in meinem Fall mit 10. Hurra. Ich möchte gerne wieder einen neuen Checkpoint haben. Danke. Das ist ja das erste Mal da überhaupt, dass irgendwer irgendwie in Super Mario Maker. Oh, ist das eine Boss-Tür? Mit dem Totenkopf oben drüber. Sehr cool. Sau cool. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, das ist jetzt ein bisschen die Super. Danke. Super Meat Boy-like, weil. Weißt du, dieser eine Boss in Super Meat Boy, der dahinter dir herrennt und du musst dann quasi. Wie hätte ich das jetzt schaffen sollen? Da muss man dann quasi. Natürlich. Woran soll ich scheitern, wenn ich am allerletzten Gegenstand in diesem Level.
Ja, das sind die Fragen, meine Damen und Herren, die die Welt bewegen. Ich weiß, ich bin auch schon mehrfach mit dieser Frage in den Tagesthemen gewesen, weil das ZDF berichtet mit Sicherheit sehr positiv von Let's Plays, meine Damen und Herren, oder Let's Kruzis, nicht wahr? Deswegen, wie genau hier so durch, sagst du? Ja, dann ist ja alles, der kann jetzt einfach durchlaufen. Hurra! Super, danke. Ach so, manchmal, wenn dann das Level so vorbei ist und dann geht die Musik eine Sekunde aus und es passiert nichts, Mario wird sterben, richtig? Da stellt man sich schon die Frage, ob... Oh. Ach so, na Gott sei Dank. Mario ist Gott sei Dank. Wir haben Mario unsterblich gemacht, meine Damen und Herren. Warte mal, wenn das jetzt keine Leistung ist für den heutigen Tag. Also jedenfalls fragt man sich dann manchmal, und mit Mann meine ich sehr wahrscheinlich nur mich, gutes Level, in der Tat, hat mir gefallen. Fragt man sich dann manchmal, abgesehen von seinem Bart, ob denn da nicht vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Aber hurra, es ist nicht schiefgelaufen. Also, nächstes Level. Und zwar nehmen wir mal ein Level, in dem man wohl nicht springen darf. Also, das ist das schon mal... Weißt du, das ist mal was anderes. Wir müssen jetzt... Wo bin ich? Ach, da. Okay, wir dürfen nicht springen, wie das in hier Captain Toad Treasure Tracker ja auch der Fall ist. Beziehungsweise, also, da darf man nicht springen, sondern da kann man schlicht und ergreifend nicht springen. Und das ist dann jetzt hier scheinbar so eingebaut. Was ist denn, wenn ich springe? Es passiert gar nichts. Siehst du mal. So, wir haben sogar die Toad-Stimme, ne? Die Toad-Stimme. Ich habe keine Ahnung, warum irgendwer... Oh... Warum irgendwer die Shit, Mann. Ist egal. Oh, warte, Checkpoint haben wir geschafft. Das ist ja fantastisch, was wir heute schon wieder drauf haben, ne? Also das ist ja unglaublich. Also jedenfalls die Stimme von Toad, wer sich die ausgedacht hat, du. Der gehört nachträglich gesperrt, Alter. Wahrscheinlich hätte ich den Stern da jetzt gebraucht. Ja, danke. Wahrscheinlich hätte ich den Stern jetzt gebraucht. Das ist ziemlich uncool, muss ich jetzt mal übrigens ganz ehrlich sagen. Weil... Also ich meine, ich wusste ja, wir sollen nicht springen. Das ist jetzt eine Falle, das verstehe ich. Aber wir haben jetzt entweder die Wahl, ich meine, wir haben gerade eben einen Checkpoint bekommen und wir haben jetzt die Wahl, entweder wir warten jetzt 444 Sekunden, bis die Zeit abläuft hier drin, um dann unseren Checkpoint nicht zu verlieren, oder wir starten das Level 9 und verlieren den Checkpoint. Das ist dann schade, meine Damen und Herren, aber ist egal, wir machen das dann jetzt halt nochmal. Ich bin ja eben, ich meine, ich bin logischerweise selbst schuld, aber also das hätte man meiner Meinung nach vielleicht etwas besser regeln können, keine Ahnung. Irgendwas da rein, was mich umbringt und alles ist okay. Aber so ist es dann ziemlich uncool, aber egal. Mal gucken. Also die Frage ist halt dann, wenn ich mir sowas angucke, was bringt mir der Checkpoint? Warum ist der Checkpoint da, ist dann die Frage, weißt du? Spawn da irgendwas, was mich umbringt, was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Aber sorgt doch nicht dafür, dass ich da Level neu starten muss, nachdem ich gerade eben einen Checkpoint bekommen habe. Das ist ja Quatsch. Da kann ich mir den Checkpoint auch im Grunde genommen direkt sparen. Das wird wahrscheinlich jetzt knapp. Nee. Ne? Ist egal. Ist schon, wir haben schon verstanden. Bäh. So, also, wenn wir sonst nichts mehr zu sagen haben, dann zumindest... Genau. Der Toad, Alter. Das ist übrigens einer... Keine Ahnung. Einer der, ich weiß nicht... Irgendwie absurdesten Charaktere überhaupt. Der hatte anfangs im Grunde genommen... Ich weiß gar nicht, woraus Toad überhaupt entstanden ist. Wahrscheinlich kam Toad... Kam Toad damals aus dem... Ich bin übrigens gesprungen, nur mal so am Rande. Kam Toad aus Super Mario Bros. 2? Wahrscheinlich schon. Warte mal. Muss ich jetzt den Stern da holen? Ich hole mir jetzt einfach mal den Stern. Genau, dann gehen wir jetzt... ich bin gesprungen. jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass sie aus dem Spiel kommt. Fuck. Was muss ich denn tun? Weil, wo muss ich denn hin? Hier so? Ach nee, Moment, stopp. Ich muss wahrscheinlich doch das Ding hier holen, aber muss dann oben bleiben, ja. So, und jetzt macht das nämlich auch alles Sinn hier auf einmal. Und jetzt... Aber ich verstehe, ich kann folgen. Also natürlich dann irgendwie jetzt auch, das war natürlich dann jetzt gerade auch eine Kleinigkeit, an der ich, die mich da gerade ausgebrickt hat im Grunde genommen. Das ist natürlich dann noch ein bisschen trauriger. Das möchte ich wahrscheinlich haben, ja, ne? Ja, ich gehe recht in der Annahme, dass ich das haben möchte. Das hier bestimmt auch. Ja, hurra. Guckt ja, also ein bisschen irgendwie so eine Kleinigkeit, die mich da jetzt gerade ausgebrickt hat, was natürlich dann immer so ein bisschen schade ist, weil ich meine, ich bin, anstatt mich an der Liane nach oben zu hangeln, bin ich einfach... Entschuldigung? Natürlich. Aber wir haben immerhin mal ein paar Minuten gebraucht, bis das passiert ist. Also, wir steigern uns, verstehst du? Also, jedenfalls... Was habe ich jetzt gerade erzählt? Achso, eine Kleinigkeit ist, ob ich jetzt die Liane hochkletter oder ob ich hochspringe. Wenn ich die Liane hochgeklettert wäre, wäre nichts passiert. Ich bin gesprungen und dadurch musste ich das Level neu starten. Ich meine, gut, das sind die Regeln des Levels. Ist natürlich richtig, mich da auszusperren, aber... Ach, ist auch egal. Keine Ahnung, ich rieche mich hier schon wieder über irgendwelche Kleinigkeiten auf. Es gehört dazu, meine Damen und Herren. Wozu auch immer, zum Letzkrutzen. So, da ist ja keine offizielle... Keine Ahnung, es gibt keinen Wikipedia-Artikel zu Letzkrutz. Deswegen gibt es dazu auch keine Regeln, weil wenn Wikipedia endlich festgehalten hat, meine Damen und Herren, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ganz einfach. So läuft das. Es ist ganz einfach. Also, sucht euch irgendeinen Job aus, der nicht auf Wikipedia steht und ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist...
Das ist Pro-Tipps bei Krutz hier schon wieder. Wie komme ich jetzt hier runter? Achso. Warte mal, jetzt muss ich hier... Das gefällt mir jetzt schon wieder, weil irgendwie... Ach, das war das... Okay, sehr schön. Hurra! Sogar noch Musik haben wir gekriegt. Das ist ja, hat sich gelohnt. Weil irgendwie, das war natürlich ein cooles Level. So ein Level darum zu bauen, dass man nicht springen kann, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Auch wenn es komischerweise eigentlich noch nicht gesehen, weil nicht dadurch, dass es ja ein Mario-Spiel ist, beziehungsweise ein Toad-Spiel, aber es ist ja dasselbe Universum, sag ich mal. Dadurch liegt das ja eigentlich relativ nahe, ne? Aber, keine Ahnung, also, war gut. Nächstes. Und zwar flüchten wir, meine Damen und Herren, aus den Räumen. Gott sei Dank. Ist das nicht toll, der hat dich immer so toll übersetzt. Wir sollten alle dankbar sein, meine Damen und Herren. Also, mal gucken, was jetzt hier so für Räume auf uns zukommen. Ich hatte, weißt du, das Erste, was du siehst im Level, sind im Grunde genommen Fragezeichenblöcken, bei denen natürlich alle hoffen, dass es im Grunde genommen Power-Ups sind, stattdessen Münzen. Hurra. Ich vermute mal, ich hoffe, dass das Level jetzt viele kleine Räume sind und wir dann in jedem Raum, sage ich jetzt mal, ein kleines Puzzle lösen müssen. Das ist meine Hoffnung an dieses Level. Mach fertig jetzt hier. So. Also, das würde ich mir wünschen. Also ist jetzt natürlich dann die Frage, wo hier wieder ein Pi... wo hier ein P-Switch ist. Hier nämlich. Meine, aber wie bin ich denn da jetzt gerade hochgekommen? So. Aber jetzt komme ich... Oh, du kleiner Schweinesack, damit ich bloß von der einen Seite hin muss und nicht von der anderen Seite überhaupt kommen kann. Das ist natürlich... Das ist nicht sehr nett. Hier ist bestimmt irgendwo ein Power-Up oder so ein Scheiß. Oder eine Tür versteckt, womit man das Level überspringen kann. Das wäre jetzt hier gerade... Das macht mir bis jetzt Spaß. Das ist ein cooles. Ich mag generell ja solche Level, wo dann irgendwie so kleinere... Aufgaben drin sind und so und die dann diese, also ein Level, das sich aus vielen kleinen Aufgaben zusammensetzt. Das mag ich, meine Damen und Herren. So, also weiter geht's. Du bist, achso, ich dachte jetzt gerade, das Ding macht das kaputt, aber warum? Das heißt. So, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das jetzt irgendwie timen muss, aber kam ja aus der anderen Richtung noch einer. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen blöd, dass ich jedes Mal warten muss, aber ist auch egal. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen irgendwie. Ja, woran erinnert mich das jetzt? Keine Ahnung. Hat ein bisschen was von Happy Wheels, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Happy Wheels auch ein Haufen kleiner Level ist. Aber das macht gar nichts. Hier ist bestimmt hier, ich würde sagen hier, weil hier sind die... Danke, Mario, danke. Wunderschön. Wir kooperieren mal wieder. Prima, mein Freund. Nicht hier. Das ist aber nicht nett. Irgendwo ist hier bestimmt ein versteckter Block. Und in dem versteckten Block ist bestimmt ein P-Switch. Das ist, ich meine... Hä? Nee, hier oben kann ich nicht drüber. Hier kann ich ja nicht... Ach, hi. Und jetzt... Ach, warte mal, kann es sein, dass ich da oben raus kann? Da habe ich doch gerade was gesehen. Was ist denn, wenn ich jetzt... Haha, das habe ich nämlich jetzt gerade nur gesehen, aufgrund der drei Blöcke da. Aber was bringt mir das jetzt? Hier muss jetzt... Eigentlich sollte doch hier bestimmt ein P-Switch sein, oder nicht? Ach, da... hallo! Hör mal, was man hier alles so findet, aber das soll ich jetzt hinkriegen. Aha, hör mal, habe ich hingekriegt, gut wie ich bin, meine Damen und Herren. Also ist natürlich ist schon nah an der Perfektion, was wir hier machen, ich weiß. Also der ist manchmal finde ich mich selbst beeindruckend, aber nur ganz selten. Sehr schön. Na komm, das hat Spaß gemacht jetzt. Weil, keine Ahnung, man wusste anfangs so gar nicht, was man machen muss, aber dann irgendwann... dann kam's, meine Damen und Herren. Fantastisch. Was muss ich jetzt hier machen? Oh nein, oh nein. Im Moment. Ah, ach so, ach du Scheiße. Das ist ja für so Walljump-Experten wie mich. Das ist ja der Himmel, meine Damen und Herren. Gott sei Dank werde ich das jetzt hoffentlich im zweiten Anlauf schaffen. Ja, werde. Aber ich bin begeistert. Wer noch will, like, comment und subscribe, wenn ihr auch begeistert seid, Alter. Also, auf geht's. Nein, nein. So, danke. Bin mal gespannt, wie viele Level da noch hat. Das Coole daran ist natürlich, dass man im Grunde genommen nicht sterben kann. Also, ich meine, gut, man muss natürlich nicht jedes Level so bauen, dass man nicht sterben kann. Aber, also, ich fände es jetzt schade, wenn ich das hier täte, weil es gibt ja keine Checkpoints. Das heißt, mach doch, dass man, hat's irgendwas mit diesen Kanonen da zu tun? Aha, aha, aha! Aber... Was kann ich jetzt dann von hier dann... Kann ich jetzt von da oben, von dem Block, komme ich dann auf die Lianen oder was? Nein, also ich komme ja auf den Block gar nicht erst. Das ist ja schade auch. Aber vielleicht ist ja irgendwo noch einer dazwischen. Warte mal, stopp. Ja, genau. So, jetzt, da macht die Sache natürlich deutlich sinnvoller. So, und jetzt... Aha! Kann ich noch weiter? Ja, aber jetzt... Haha! Das ist so ein cooles Level irgendwie. Das ist so diese kleinen Miniräume. Ich mag das so gerne. Ob das jetzt diese einen Level da waren mit den ganzen, ich sag jetzt mal, Game Boy Advance Leveln oder so. Oder das jetzt hier. Oder diese Minigame-Arcade-Dinger. Da habe ich immer Spaß dran, meine Damen und Herren. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann baut mir solche Level. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Da kriegt ihr dann, hör mal, kriegt ihr sogar noch einen... Dann mache ich mir bestimmt noch einen zweiten Account oder so. Und dann mache ich auch bestimmt sogar noch einen zweiten Stern. Also ich könnte es zumindest versuchen. Wäre zwar ein bisschen Quatsch, aber das macht ja gar nichts, meine Damen und Herren. Ist nicht so, als hätte ich in meinem Leben noch keinen... Macht doch, jetzt fertig. Noch keinen Quatsch gemacht. Das ist ein bisschen schade, dass mich das immer so lange auffällt, aber ich wüsste natürlich auf der anderen Seite jetzt auch nicht, wie ich da...
Wann hatte. Ich hatte gerade davor einen Check. Guck mal, das ist das erste Mal. Das ist jetzt im Endeffekt klug. Wobei er natürlich eigentlich ziemlich auf der Hand liegt, im Grunde genommen. Aber das ist die erste Stelle in diesem Level, an der man sterben kann. Und das ist dann die eine Stelle in diesem Level, bevor. Also. Das ist natürlich jetzt schlecht. Bevor der Checkpoint ist. Bevor der Checkpoint ist. Das macht mit Sicherheit irgendwie Sinn. Ihr müsst nur lang genug drüber nachdenken, liebe Leute. Dann kriegt er das mit Sicherheit auch noch irgendwie raus. So, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwie. Hier so. Haha, hier hoch. Genau. Und das macht so Spaß, Alter. Das sind solche Level ohne Scheiß. Mehr solcher Level. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also, bitte arbeitet dran, liebe Leute. Das wäre doch mal schön, weil ich will nicht wissen, wie viel Arbeit hier drin steckt. Ich will auch nicht wissen, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, hier drauf zu warten, dass diese scheiß Dinger, diese P-Switch-Teil ausläuft. Aber das macht gar nichts. Sehr schön, komm, auf geht's. Wir müssen jetzt wahrscheinlich, genau, einfach nur hier hoch. Aber das Problem ist natürlich, dass ich jetzt nicht einfach nur hier hoch muss, sondern dass mir dieses Arschloch da irgendwann entgegenkommen wird. Und dann hat sich damit einfach hier hoch nämlich für mich ziemlich erledigt. Hurra, ich freue mich. Hier muss ich jetzt hier so. Und jetzt. Oh, das ist ja fantastisch. Und der hat irgendwie meiner Meinung nach relativ raus, im Prinzip, dafür zu sorgen, dass man auf den ersten Blick direkt sieht, was man machen muss, was der von einem möchte. Das gefällt mir sehr gut, weil logischerweise daran, weil, also das ist natürlich eine Schwierigkeit, dass man, wenn man auf den Raum blickt, so, das ist eine Kunst, die Nintendo einfach beherrscht, die aber, glaube ich, sehr, sehr schwer zu lernen ist. Also nicht, dass ich da irgendeine Ahnung von hätte, weil, wie gesagt, ich habe ja nie ein Level gemacht, das gebe ich natürlich offen und ehrlich zu, weil warum würde ich nicht zugeben? Aber das merkt man in den Level, dass man sofort, du weißt sofort, okay, ich muss jetzt das machen, ich muss das machen, ich muss XY und so weiter. Das gefällt mir richtig gut. Ich muss wahrscheinlich jetzt den Typ da rausholen, oder was muss ich machen? Ich muss wahrscheinlich den Typ hier rausholen, ne? Ich muss bestimmt jetzt den P-Switch hier rausholen und dann oben zu dem Thwomp bringen. Und dann, meine Damen und Herren, dann sind wir glorreich und großartig. Weil wir dann. Dann können wir nämlich hier wahrscheinlich durch die P-Switch-Tür. Aber ich frage mich, wie wir zu der P-Switch-Tür überhaupt gelangen werden, meine Damen und Herren. Aber da werden wir schon noch früh genug rausfinden. Also. Hoch die Tassen oder so Scheiß. Hi. Wo ist er? Wo ist er hin? Ist er. Warum ist er nicht stecken bleiben, Freund? Du musst hier hoch, Alter. Warum ist der denn jetzt wieder hier unten? Das ist aber nicht sehr. Das ist nicht sehr nett von dir. Warum ist der. Ist der despawned? Das ist natürlich dann jetzt suboptimal, wenn der hier. Wenn der despawned hier hinten wäre, während ich dann rechts die Wand. Die Liane hoch musste, ist natürlich. Mach mal was. So, pass auf. Ich warte jetzt, bis der da oben ist. Ach, ich muss den wahrscheinlich hier mitnehmen und dann despawnt der nämlich auch nicht. Ja, das wäre naheliegend. Also, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich muss den jetzt über mir diesmal mitnehmen. So, genau. Und jetzt kommst du mit, mein Freund. So, und jetzt klettern wir mit dir zusammen hier hoch, ohne dich hier alleine zu lassen. Und dann nehmen wir dich nämlich wieder mit hier rüber und dann müssen wir hoffentlich nur noch nach rechts sprinten vielleicht. Wobei ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich denn zu dieser P-Switch-Tür komme. Vielleicht muss ich gar nicht zu der P-Switch-Tür. Sehr schön. Ach, wir haben es geschafft. Das ist ja auch mal ein Traum. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit in diesem Level steckt und. Im Grunde genommen hat man nicht mal mehr gemerkt. Das ist die Kunst, wenn man ein Level macht und nicht merkt, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt. Das ist in meinen Augen hier der Fall. Sehr, sehr, sehr cool. Definitiv eins meiner Lieblingslevel. Definitiv. Kann ich nur empfehlen, liebe Leute. Spielt's auch. Wobei, ob das denn jetzt noch Sinn macht, nachdem ich euch versaut habe, dadurch, dass ihr dieses Video gesehen habt, ich habe keine Ahnung. Sollte euch das Video gefallen haben, liebe Leute, Like-Button kaputtkloppen. In den Comments sagt mir, welche Level ich spielen soll von euch, von irgendwelchen Freunden, von anderen YouTubern. Würde ich sehr, sehr gerne machen. Hätte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Du doch erzählst, bis. Winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.